Folge Nummer 64 von Oxygen Not Included. Ja, ein bisschen Stahl braucht man. Das waren die letzten Worte vom Mordrak. Und da ging es auch um die Röhren, wo die wir angesprochen hatten. Aber die sind nur möglich, wenn wir hier in dem ganzen System Öl haben. Oder Petroleum vielmehr. Oder nee, Plastik wollen wir machen. Aber so wie wir sehen, sehen wir noch nichts. Also warte mal, lass mal erstmal gucken. Es geht noch um den Sauerstoff, den ich gerade ausgewählt habe. Aber das haben wir ja alles schon mal ausgemacht. Oder wie war das? Das ist doch hier eigentlich deaktiviert, der Algenterrarium, ne? Gebäude deaktivieren. Ich glaube, jetzt ist es an, oder? Das ist ja schon deaktiviert. Also das produziert immer noch Sauerstoff wohl. Das war jetzt nicht so die dolle Idee, glaube ich, ne, oder? Ist er da auf der Treppe eingeschlafen, oder was? Sieht so aus. Erschöpft ist er, okay. Nicht so gut. Müssen wir gucken, dass wir das auch in den Griff kriegen. So, das bedeutet, da ist natürlich ein Keim drunter, da kommen wir nicht weiter. Öl ist meistens unten, oder wie war das, ne? Und das ist noch weit nach unten geht's da noch. Ein Tier verhungert. Okay, aber den könnte er ja was essen, da gibt's ja noch was. Sauerstoff-Overlay war angesagt. Hier machen wir ja und pumpen das auch ab. Nur, ja, jetzt haben wir die Steine ja hier drin, dass die der Sauerstoff da auch hochstoßen kann. Hier hatten wir jetzt Neues an und der Dingenskin. Ah, guck, er ist fertig. Jetzt fehlen uns nur noch die Zuleitungen. Warte mal, da fehlt auch Strom. Ah, super, gut geklappt, oder? Ja, der Generator. Er soll eigentlich Strom liefern in eine intelligente Batterie. Die wir vielleicht da erstmal hinmachen. Diese ist ja nicht so, ne? Und das ist das normale Kabel. Aber das normale Kabel kann ja auch erstmal hier so rüber gehen, oder? Und dann müssen wir weiter gucken, wie wir da versorgen. Ja. Aber dafür müssen wir die Prio wahrscheinlich noch ändern, die ich jetzt gerade nicht richtig gemacht habe. So soll es sein. Ja, und die Leitungen sind noch nicht, sind aber schon da geplant. Also sollte das funktionieren. Was macht er jetzt hier? Miep. Untätig selbst. Stirbt er uns jetzt gleich weg, oder was? Vor Erschöpfung ohnmächtig geworden. Gesundheit ist noch gut. Er pinkelt sich gleich in die Hose. Natürlich läuft das bei uns dann ins Wasser. Das ist natürlich auch wieder top. Verhungern tut er nicht. Er ist hungrig, aber verhungern tut er nicht, weil er noch 3000 Kalorien hat. Was macht der Balken hier jetzt? Ah, jetzt ist er wieder da. Okay, jetzt lauf mal schnell da weg. Wenn du irgendwo hinpinkelst, dass du nämlich nicht da unten reinpinkelst. Okay, ich glaube, ihm geht es erstmal wieder besser. Geh mal besser auf Toilette, ne? Oder wie war das? Oxyfan, der läuft hier gut. Erzeugt Sauerstoff. Warum geht es hier nicht voran? Da fehlt Strom, ist klar. Und bei dem hier, was fehlt da? Maximaler Gasdruck oder was? Wasser ist drin. Gute Frage, ne? Wie ist denn das hier mit... Achso, wir hatten letztes Mal auch wegen den Anzügen ja noch der, wie heißt es? Mordrak hatte gesagt, das kann hier nicht passieren, dass das einen Rückstau gibt. Bin ich mir nicht so 100% sicher. Das kann sicherlich sein, dass es doch dann da weiterläuft, aber man weiß nie, ne? Wer verhungert denn jetzt hier? Harold verhungert schon wieder, ey. Harold ist der Hamster.
Harold, was ist denn mit Essen? 500 Kalorien noch. Naja. Das mit dem Rad, das muss auch noch besser werden. Aber das kriegen wir jetzt demnächst hier, wenn wir unten weiterkommen. Mit der Batterie. Da fehlt's. Nahrungsmangel, wir haben 6000. Und hier wächst ja auch noch was. Okay. Hier geht's, hier geht's. Hier geht's leider nicht. Aber irgendwie muss es wohl so sein, dass es besser wird, oder? Es ruckelt gerade ziemlich stark. Keine Ahnung warum. Gefällt mir gerade nicht, aber ist halt so. Müsste man jetzt gerade die Folge mit leben. Wer weiß, was irgendwo im Hintergrund gerade wieder passiert. Also hier ist die Pumpe auch noch nicht fertig, dauert auch ewig. Hier geht's auch nicht voran. Harold ist schon wieder im Rad. Hat er jetzt wenigstens gegessen zwischendurch? Na, 1000. Nicht ganz viel gegessen, aber er hat gegessen. So, jetzt haben wir hier Rossman. Ach ne, sind sogar zwei. Wer ist dahinter? Otto. Otto und Gossmann sind jetzt hier unterwegs, irgendwas unten zu machen. Ich hoffe hier. Ja, sie machen die Zuleitung für den Gasgenerator oder ist es die Ableitung? Ich weiß es nicht. Schade, dass beide nur einen gemacht haben und dann wieder gehen. Hier kommt der nächste, Ari. Was macht Ari? Der hat Kupfer mit. Also passiert da was mit den Leitungen, oder? Er hat aber nur geliefert. Müssen wir mal gerade gucken. Harold ist es natürlich, ne? Der hier auch schon reichlich ausgeglichen ist. Geht gerade so, ne? Und den Dingensschrubber haben wir nicht, ne? Mal gucken, ob man da irgendwo was macht. Ja, hier gibt es eine Stufe Dingens dann, ne? Nicht atembares Gas. Also das geht jetzt hier nicht voran, ne? Hier ist auch nicht, weil da müssen, wollten wir ja auch das Erdgas irgendwie abarbeiten. Ari ist ein Stück aufgestiegen. Barney holt Wasser, 10 Kilo. Hier geht das Wasser noch runter, aber es ist noch nicht so weit, dass es da runter tropft, ne? Also hier fällt es runter, da fällt es runter. Das heißt, dieses wird noch voll. Auf Dauer wird es gehen, ne? Ist nur die Frage, ob wir mit der Temperatur irgendwann hinkommen. Wie viel haben wir denn hier? 30,7 hier war, 42, okay, das ist ja schon mal kühler. Wärmetauschplatte, Sandstein, 30,6. 30,6 hat auch das Wasser. 30,4 hat auch das Wasser. 30,1. Und hier, warte mal, lass mal. 29,8, 29,6, 29,5. Hier ist keine große Wirkung mehr, ne? Aber naja, müssen wir mal schauen. Hier wird tatsächlich ein Ei gebrütet und hier unten kommen wir dazu. Ah, Batterie wird auch gebaut, cool. Sieht so aus, als ob wir Glück haben und der Generator jetzt gleich laufen könnte. Was hat Otto da jetzt geholt? Batterie ist auch fertig. Ja, wir müssten die intelligent gestalten, ne? Ach Quack. Das brauchen wir. Ist das gleiche wie das andere auch? Geht auch darüber. Ja, müssen wir schauen, dass das beides angeschlossen wird. Leider laufen unsere Leute gerade weg. Ari und Otto. Aber Sauerstoff haben sie wohl noch genug.
Ja, dieser Automat müsste mal repariert werden. Macht aber auch keiner, ne? Barney holt sich jetzt einen Anzug, oder wie sehe ich das? Ja, und Bossman auch. Okay, hier wird wieder aufgeladen und wie man sieht, geht der grüne Balken bei beiden nicht weg und der, beide sind voll. Also da ist ein guter Vorrat für Mordrak mal, ne? Aber die Anzüge waren ja auch vielleicht nicht gerade leer, ne? Kann auch sein, ne? So, da geht schon das erste Kabel. Ja, Barney geht, weil er Hunger hat. Roman läuft jetzt hin. Und er baut tatsächlich die Elektroleitung, unser Koch. 2 von 3. Ne, sind mehr. Schade, das wäre jetzt wichtig, dass der fertig wird. Aber warte mal, er holt noch was. Vielleicht klappt es ja doch noch. Also angeliefert ist gleich. Wäre cool, wenn er das noch fertig kriegt. Holt er da noch irgendwo was weg? Ah, jetzt dreht er um, weil er einen neuen Auftrag hat. Oder hat er da gerade was geholt und ich habe es nicht gesehen. Ja, jetzt sind nur noch 2 Stellen, ne? Ist nur noch eine Stelle und dafür reicht's Kupfer jetzt nicht. Wetten? Ah, das kann jetzt nicht sein, oder? Shit. Würde fast laufen, ne? Ja, ist Nacht. Jetzt wird erstmal gepennt. Holt er noch Wasser? 75 Kilo hat er mitgenommen. Dann war der da unten noch nicht fertig. Doof, dass er da unten nicht ganz fertig geworden ist. Wie sieht denn das hier so aus? Wo kommt denn der Sauerstoff hier weg? Maschine ausgeschaltet. Das ist schon mal gut. Aber, naja, wenn die ausgeschaltet ist, ich habe keinen blassen Schimmer, was da passieren soll. Der pennt. 4, 5, wir haben 6 Leute da drin. Also Leute sind es ja nicht, ne? Aber 6 Viecher da drin, das ist definitiv zu viel. Die sind deswegen nicht zufrieden, ne? Also Überbevölkerung wird gestoppt, das ist ja nicht so schlimm jetzt, wenn das nur das ist. Jetzt müsste man gucken, wie man das hinkriegt, ne? Achso, die Leitergeschichte hier ist mit Prio 9 bestimmt nicht belegt, so sieht's aus. Dann machen wir das besser auch noch. Harold kommt jetzt, der ist ja fix unterwegs, das geht dann schnell. Hoffentlich baut er das alles fertig, Harold geht aber wieder zurück. Warum, ist die Frage. Weil nach Schlafenszeit ist wahrscheinlich. Oh, wir haben ja hier Dingens an noch, habe ich gar nicht mehr gemerkt. Blaupausen, Hilfspaket, Kalk. Leute können wir eigentlich nicht nehmen wegen Essen. Schläft regelmäßig, Keimresistenz gesenkt, Wissenschaft gesenkt, das wäre also egal. Luftverbrauch gesenkt, der ist eine gute Atmerin und Aufräumen 7, das wäre eine ideale Person, aber dafür müssten wir schauen, ne? Das wäre natürlich schon nicht schlecht, ne? Kann mehr tragen, kann schneller aufräumen. Nur das Essen ist unser Problem. Wenn ich das nochmal wegmache und mich ums Essen checke. Wir müssten natürlich hier mehr kochen, ne? Wo ist denn unser... Hier wird produziert. Wir haben aber 12.000. Wir sind jetzt nicht schlecht. Sollten wir einen... Na komm, wir nehmen noch diese eine Person dazu. Falsch. So, komm. Drucken. Und Fertigkeiten hat sie ja dann auch einen Punkt. Bird. Und ist noch verbesserte Stärke. Dann geht es nochmal hoch, ne? So, dann hier den Hut auf. Alles ist gut. So, Bett haben wir. Essen ist das Einzige. Aber wenn diese Person sehr schön aufräumt, dann müssen wir die Prioritäten noch setzen von Bird. Soll tatsächlich wirklich nur aufräumen. Und alles andere nicht machen. So, das. Nix graben.
Nichts bauen. Keine Viehzucht. Landwirtschaft lassen wir mal. Oder Vieh. Ne, Landwirtschaft lassen wir so. Bedienung auch nicht. Forschung auch nicht. Dekorieren auch nicht. Kochen können wir so lassen. Doktorfähigkeit auch nicht. Umschalten auch nicht. Lebenserhaltung lassen wir so. Und kämpfen braucht die auch nicht. Könnte sie sogar, oder wie? Gut. Passt erstmal. Zeitplan gucken. Wird jetzt hier oben mit drin. Das sind Frühaufsteher. Drei Freizeit da, Badezimmer dann da, okay. Komm, wir machen Bird hier mal rein, oder? Zack. Fertig. Schauen wir, wie es geht. Okay, wo ist Bird denn am Rumlaufen schon? Da ist Bunny. Bird läuft gerade mit dem Anzug runter und läuft auch wieder zurück. Hat noch keine Erfahrung daran, da wird wahrscheinlich nicht so dolle sein. Okay, wird auf jeden Fall werden. Wie sieht es mit unserem Generator aus? Läuft leider noch nicht. Otto war da, weiß nicht, was er gemacht hat. Konnte ich jetzt nicht sehen. Dafür kommt Bunny. Der hat aber Kupfer mit. Ah, die Dingensleitung wird schon da versorgt. Wäre wichtig, dass hier was passiert. Das ist auf Prio 9. Da wird auch gearbeitet. Wer kommt dazu? Otto? Ne, Ari? So. Das Automatisierungskabel ist gleich fertig, aber das Stromkabel nicht. Jetzt ist das Stromkabel fertig. So, Gas ist da. Wir können arbeiten. Das Wasser läuft ja auch noch da lang. Warte mal, da müssen wir was ändern schnellstens. Ein Ziegel auf Prio 9 und zwar hierhin. Erstmal, schnellstens. Da habe ich überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht. Diesen auf jeden Fall auf 9 zerlegen. Wir könnten natürlich hier aufmachen. Öffnen. Ja, da haben wir geschlafen. Jetzt haben wir das Wasser überall. Brech den nochmal ab. Den abbrechen. Den nicht zerlegen. Den lass auch da mal. Das ist alles okay. Wir machen den lieber hier oben nochmal hin. Neun ist. Ja, gut. Dahin. Dann läuft's hier runter und da runter. Dann passt's. Diese Türen können eigentlich jetzt alle ziemlich auf sein, ne, oder? Das Wasser sollte jetzt da runterlaufen, tut's auch. So, dann haben wir hier das Problem, dass wir hier aufwischen müssen. Läuft erstmal, oder? So, die Batterie ist ratzfatz voll. Nochmal wischen. Und zwar. Ja, nee, oder? Mach nur das erstmal. Wichtig ist, dass die das hier wegmachen. So. Dass da Wasser rauskommt, habe ich überhaupt nicht mehr dran gedacht. Also schmutziges vor allem, ne? Wer kommt da jetzt? Bird. Bird räumt auf. Und Gossman kommt auch und wäscht auch. Okay, da wird jetzt hoffentlich schnellstens dran gearbeitet. Was haben wir denn hier für ein Gas? Ach, schmutzige Luft ist das nur, ne? Vorblockiert. Wie geht die Luft denn da weiter? Gas geht da rein, der Rest kommt hier hin. Das müsste man auch an ein anderes System wieder anarbeiten, ne? Der hat jedoch dann nur verschmutzten Sauerstoff, ne? Genau. Das würde bedeuten, das was rauskommt, müsste erstmal nicht hier einfach rausgelassen werden, sondern verlängert werden und da reingemacht werden, oder?
Hier kommt CO2 an. Ja. Das bedeutet, das Lüftungsgeschichte bauen wir da gerade noch aus. So. Und so. Und das können wir dann abbauen. Zerlegen. Und da muss noch eine Brücke hin. Und die muss nach rechts zeigen. Tut sie auch. Passt das dann? Ja. Hier kommt keiner hin, weil da abgeschlossen ist. Dann müssen wir da jetzt Automatik machen wir mal. Und das machen wir mal auf 9. Dann kann auch da mal schnell repariert werden. Ne? Der Stein kommt, das ist super. Jetzt ist das mit dem Wasser besser. Wasser einmal noch wischen hier. Ziegelsetting, Automatisierungskabel auch nicht, sondern wischen weg. Können wir da drinnen abbrechen. Warte mal, hier unten, das können wir auch wegmachen. Und hier müssen wir nicht wischen, oder? Doch, da können wir wischen, dann ist das alles weg. Doch, macht Sinn. Macht Sinn, das alles wegzuwischen. Okay. So, jetzt haben wir hier den Saft, den wir jetzt irgendwo anschließen müssen. Und dann müssen wir die ganze Geschichte mit Transformatoren und sowas noch angehen, damit wir die Leitung nicht zerstören, ne? So. Ja. Strom. Großer Transformator und kleiner. Der Transformator begrenzt den Stromfluss auf 4 kW und der auf 1000, ne? Und das ist ein 1000er Kabel, oder wie war das? Ja, gute Frage. Jetzt müssen wir mal hier gucken. Kabel. Das ist das einfache Kabel, das 1000 Watt ab kann. Und die 1000 Watt fließen nur hier mit, ne? Limited to 1000 Watt. So, das bedeutet, der muss ja irgendwo hin. Und dann müssen wir das anschließen, damit die Leitung danach nicht überlastet wird. Ja, das wird noch so ein Ding, ne? Ob wir das bauen, weiß ich auch noch nicht. Hier ist auch schön zu bauen, ne? Haben wir auch noch nichts gemacht, gut. Ja, ich denke mal, wir müssen gucken, dass das fertig wird. Und das. Dann schauen wir mal weiter. Wie hoch ist die Prio dafür? 9. Das Zerlegen können wir gerade auch noch auf 9 machen. Das kann nämlich auch weg. Und dann müssen wir schauen, dass wir den Strom irgendwo mit Transformator irgendwo hinkriegen. Im Prinzip den großen Transformator als erstes. Wo ist jetzt Strom da? Den haben wir ja auch schon. Der als erstes. Damit die Leitung nicht überlastet wird. Den kann man auch an der Decke hängen. Nee, ne, oder? Ich weiß aber nicht, wo ich den hinbauen soll, ne? Und erstmal muss die Leitung irgendwo hin. Und eigentlich direkt neben der Batterie, glaub, oder? Wie ist das? Macht, glaube ich, nur Sinn. Nochmal den ganzen. Wenn du den hier hinbaust, dann ist da die Batteriefarm neben. Ich baue den mal hier hin. Stand da jetzt auch, wie der Stromfluss ist. Da, oben rein, unten raus, alles klar. Das heißt, hier kommt der Strom dann rein und da unten geht er raus. Und das Ganze sollte dann nicht mit dem einfachen Kabel passieren, sondern mit dem Starkstromkabel, aber das haben wir auch noch nicht. Gut. Wir warten ab, was erstmal als nächstes passiert und gucken uns das an.
Wir haben 8000 Essen, Attributserhöhung, da können wir mal gucken. Was ist da passiert? Ah, Travaldo. Travaldo kann sich auch was leisten. Travaldo sollte dann Richtung Schutzanzug, denke ich mal, unterwegs sein, oder? Macht vielleicht Sinn. Schauen wir mal. Gut, dann sind wir mit der Folge aber erstmal durch. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Hatte ich die Kommentare schon erwähnt. Schreibt sie rein. Mordrak macht das ja fabelhaft. Und von anderen hätte ich das gerne auch noch. Da waren noch, ich weiß nicht mehr, die Survival-Monster waren das, glaube ich. Die sind echt krass, die sich da bei mir gemeldet hatten hinter einem Dingens. Aber naja, mal schauen, wie es so wird. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.